Ja, Norbert Sahmer und Einsatzleiter der Polizei hier vor Ort. Ja, gegen 10 Uhr kam es hier im Westhofener Kreuz zu einem Rückstau, an deren Ende zunächst ein 32-Jähriger mit seinem Sattelzug stand. Ein 55-Jähriger mit seinem LKW stand dahinter. Ein nachfolgender 25-Jähriger mit seinem Sattelzug bemerkte das Stauende aus bislang ungeklärten Ursachen zu spät, versuchte nach links auszuweichen, fuhr aber in das Heck des 55-Jährigen. Dadurch kam es zu folgendem Verletzungsbild. Wir haben dreimal leicht verletzt vermutlich, wobei der 55-Jährige zunächst im Bereich der Beine in sein Fahrzeug eingeklemmt war und durch die Feuerwehr befreit werden musste. Die Richtungsfahrbahn Köln ist hier auf der Hauptfahrbahn gesperrt. Der Verkehr kann glücklicherweise durch die Parallelspur abgeleitet werden. Die Stauausdehnung haben wir in Spitzenzeiten 10 Kilometer. Die entsprechenden Maßnahmen hinsichtlich des Staumanagements werden hier geregelt. Der Verkehr wird weiträumig hier umgeleitet durch entsprechende Vorwegweiser. Zum Thema Rettungsgasse kann man sagen, die war erfreulich gut. Also auf der Anfahrt habe ich selber festgestellt, sowohl auch vor mir, hinter mir, die Rettungsfahrzeuge der Feuerwehr. Die Gasse hat funktioniert, die kam hier ohne große Verzögerung durch und konnten auch in der Masse hier letztendlich wirklich ihre großen Fahrzeuge durchmanövrieren. Das war wirklich schon sehr beachtlich und das hat auch wirklich sehr gut geklappt.